So, ich weiß nicht, ob das ein April-Scherz war oder ob die Patch-Notes, die es hier gerade zu Helldivers 2 gegeben hat, echt sind. Aber ich nehme einfach an, sie sind echt. Also die waren so unwitzig, dass ich glaube, es dürften eigentlich keine Scherze gewesen sein. Und zwar steht da drinne, es wurde das Level Cap angehoben von 50 auf 150. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, was macht denn das Level? Das schaltet neue Sachen frei, ne? Willkommen an Also Bord, dann kann man hier Kapitän. neue Sachen kaufen. Aber wofür braucht man? Ansonsten macht das Level ja nichts. Also wofür braucht man 150 Level? Oder ist es doch ein April-Scherz? Weil hier hat man ja quasi, guck mal, ich habe ja schon eigentlich schon fast alles freigeschaltet, bis auf den Exo-Anzug hier, Level 25. Das heißt, was soll man mit den restlichen? Wofür sind die Level da? Wir wissen es nicht. Egal. Wir nehmen es mal hin. Zweitens sind neue Biohazards dazugekommen, also sagen wir mal Umwelteinflüsse, und zwar angeblich Sandstürme und Blizzards. Nee, wir sind überrascht. Und natürlich alle möglichen Bugfixes. Aber das waren so die zwei Sachen, die bei mir herausgestoßen sind. Wir spielen eine Die Runde gelebte Bugs Demokratie jagen, und ruft zwar um Hilfe. Termininen. Nur Sie können Ja, antworten, und zwar, na, Helldiver. erstmal gucken wir mal, was haben wir denn hier überhaupt? Warte mal, Die Helldivers was haben wir kämpfen denn für hier? Freiheit. Malevolent Wo wollen wir Creek, uns als was steht nächstes da? einmischen? Generalbefehl. Roboter haben ihre bevorstehende Abschaltung offensichtlich voraus berechnet und einen Gegenangriff gestartet. So verzweifelt sie vorher ist. Sollte es Erfolg haben, wird das über eine große Gefahr firmen. Bla 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 bla. Befehlsübersicht. Die vorgegebenen Planeten müssen bei Ablauf des Befehls unter Überirdis Kontrolle stehen. Draupnir tut es schon. Malevern Creek schon wieder oder immer noch? Noch nicht. Eliminiere 20 Truppler. Was sind denn Truppler? Ich weiß es nicht. Und Urbanea. Da müssten wir eigentlich schon wieder gegen Roboter kämpfen. Aber ich hätte eigentlich Bock, auf Bugjagd zu gehen. Aber guck mal, es ist nur noch ein Sektor. Ein Sektor ist nur noch da bei den Robbies. Verteidigen, verteidigen. Eigentlich müsste ich mal kommen. Eine Mission Bugjagen können wir ja mal machen. Was haben wir hier? Befreien. Was haben wir da? Verteidigen. Was ist denn das hier? Krimi-Dingsbums. Komm, wir verteidigen mal Krimi-Dingsbums. Da sind ja auch einige. Ich will jetzt nämlich mal auf lebensmüde. Nee, will ich auf lebensmüde? Unmöglich. Da extrem geht. Lebensmüde geht, glaube ich, noch nicht. Aber auf lebensmüde würden wir dann, guckt mal, auf lebensmüde würden wir dann diese Proben bekommen, die wir da haben wollen, die wir brauchen. Aber lebensmüde habe ich ja sofort freigeschaltet, nachdem ich eine einzige Extremmission gespielt habe. Ich spiele mal eine Extremmission, und zwar setze ich da einen Tipp um, den ihr mir gegeben habt. Einer hatte gesagt, ich weiß gar nicht mal, wer es war, Entschuldigung. Ich soll doch mal beide Mörser nehmen. Den Stasis-Mörser und den normalen Mörser, die würden super zusammenarbeiten, kann ich mir vorstellen. Weil der tut dann natürlich alles. Na, ihr wisst schon, ne? Das probieren wir mal aus. Also, wir nehmen uns hier mal. Oh, ich dachte, hier sind mehr Leute unterwegs. Verteidigen. Ich wollte gerade nicht verteidigen. Haben wir auch was anderes außer verteidigen? Nein, wir haben nichts anderes außer verteidigen. Es ist ja erbärmlich, ist ja furchtbar. Das spielt keiner auf Extrem. Die Bugs will keiner bekämpfen. Koordinaten Ich von trete mal bei Kolonienzerstörer empfangen. und guck mal, wie das so wird. Auf Extrem. Wenn es überhaupt was gibt. Ja, gibt es nämlich nicht. So, dann Ihr warten wir auf Feind den. hat einen feigen Angriff auf einen unserer Planeten begonnen. Ja. Werden Sie kämpfen? Natürlich werde ich kämpfen. Hier, da. Koordinaten von Dann sprengen wir halt Verbündetenzerstörer hier empfangen. einer Dings in die Luft. Eine Atomrakete. Schießen wir eine Atomrakete in die Luft. Ja, im Moment sind die Roboter die angesagten Initiiere Sachen, FDL-Sprung aber wir das haben einen gefunden. Vorlegesystem. Die Roboter natürlich, weil da die Generalinitiative oder der Generalbefehl läuft. Und da kann man natürlich diese Verbündeter mit. Zerstörer hat Geschwader verlassen. So, einen Moment, wir brauchen den FDL-Sprung Blitzmörser aktiviert. und wo ist der andere Mörser? Den Mörser. Missionskoordinaten Und dann noch festgelegt. ein Kanonengeschütz, wartet mal, Kanonengeschütz und dann noch hier, was fürs Grobe. Das und dann noch das und dann zack, die Bohne. So, jetzt probiere ich also mal die Kombo Stasis-Mörser und normale Geschütze aus. Das muss ja eigentlich ziemlich reinzecken, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Allerdings jetzt auf Extrem, wenn wir Pech haben. Ja, da geht's im Grunde schon los. Ich sehe es schon. Da unten wird schon geballert, dass die Schwarte kracht. Bugs! Ach, guck mal, er hat gleich schon hier einen Dicken geholt. Ich gehe mal hinter ihm her.
Ah, da liegen Proben. Ich will die Proben. Nein, nein, nicht auf mich drauf treten. Ja, ja, oder du nimmst die. So, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, hier hin. So, mach dich mal nützlich mit dem dicken Ding und komm mal mit. Ich weiß nicht, wo der hin will mit dem Teil. Aber ich und M1, wir laufen jetzt erstmal. Wie weit ist es? Kann eigentlich nicht mehr so weit sein. So, wir fangen mal lieber gleich erstmal an, indem wir ein Mörsergeschütz schmeißen. Wir benötigen ein Geschütz! Er bitte Geschütz! So, automatisches. Wir benötigen ein Geschütz! So, schießt, meine Kleinen. Mord und Totschlag. Da gehen sie schon. Da bekommen sie ihn. Ja, Wollingen. Disco Baby. Wo schießen die hin? Ah! Vorsicht. Vorsicht, du schießt mir ins Gesicht, Mensch. Keine Ahnung, was der schießt, aber er trifft irgendwas. Ist natürlich mit jeder Art von Geschütz extrem cool, dieser Mörser. So, da ist mein Kollege, jawohl. Ich hab schon mal aufgeräumt, ja, ja. Den Ruhm krieg ich. Den Ruhm krieg ich. Guckt euch das an. Plaut, plaut. Und da kommen sie runter, oder? Plauti. Au. Oh, jetzt hat's mich selber erwischt. Stasis, verdammt. Lass mich raus. Ja, den Roboter leider auch. So. Da hinten ist irgendwas, da ist was Großes, ne? Ja, ja, das, ich sehe es schon. Will ich da? Nein, da will ich eigentlich nicht hingucken. So, hier wird gemetzelt und gemotzelt. Da ist ein Bugnest. Wollen wir das mal ausschalten gehen? Erstmal ein Böhmchen rein. Hui. Ja, mal gucken, ob wir was treffen. Und? Da habe ich nichts getroffen. Geil. Doll. Super. Ja, da kommt nämlich. Mac. Wo ist der Mac? Wo ist der Mac? Genau. Mach's tot. Ganz, ganz uncool. Ich schmeiß da jetzt einfach mal was rein da unten. Nein. Das müsste treffen, oder? Ja, das trifft. Und. Jawohl. So. Das soll extrem sein. Also die Roboter waren derber, muss ich sagen. Da hinten, wollte ich nur mal anmerken, ja. Habe ich ihn erwischt, glaube ich, ja. Nee, bleib zu Hause. So. Was denn für eine Höllenbombe? Was denn für eine Höllenbombe? Ah! Was ist das denn? Lachhof. Da ist der nächste. Oh Gott. Ziel abgeschlossen. Abtrünnige Forschungsstation zerstört. Okay, alles cool. Wo gehen wir jetzt hin? Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Wo? Da müssen wir hin. Da ist einer tot. Den mag ich eigentlich nicht. Ja, wirf ihm den. Pass auf, er schmeißt die Verstärkung genau mit dem Vieh vor die Nase. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt, aber das werden wir gleich sehen. Was ist das eigentlich für ein ekelhafter Planet hier? Also, gut, immer. Wo gehen wir hin? Haben wir ein Ziel? Ah, das ist ein cooles Ding. Was schießt du da?
als zum... Uch, Bug-Artillerie. Seit wann können die das denn? Da hast du. Bitte sehr. Jetzt gehen wir doch wieder woanders hin. Also, wohin, Freunde? Was zum... Da liegt eine Probe. Probe gesammelt. So, gehen wir jetzt oder wie? Oder was? Das war, glaube ich, zu spät. Magazin leer. Noch mehr, noch mehr. Böses Tier. Hab keine Granaten mehr. So, gehen wir jetzt. Gehen wir jetzt oder gehen wir nicht? Wir gehen. Naja, okay. Wir gehen in die richtige Richtung. Bugs! Ich muss sagen, Bugs auf Extrem scheint mir harmloser zu sein, oder? Bis jetzt bin ich noch nicht richtig ins Schwitzen gekommen. Aber einmal auf Extrem kann man das gerne mal machen. Markiere Position. Was denn für eine Position? Was ist das da? Das ist nichts Aufregendes. Was ist das da für eine Wand? Wie kommen wir an dieser Wand vorbei? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, wo C2 lang läuft. Sonst kommen wir nämlich nicht da durch. Guck mal, das ist fast... Also, von den Robotern wären wir hier schon 50 Mal überrannt worden. Wir kommen hier nicht rüber, Junge. Oder kommen wir da doch rüber? Die haben nämlich alle genauso wenig Plan wie Ike. Markiere Position. Nordöstlich. Vergiss es. Ja, ja, okay. Nordöstlich. Also gut, doch nördlich. Kennzeichne Position. Egal. Nördlich. Was machen die denn da? Also nach Norden erstmal. Ja, wer sagt denn das immer? So, wir haben die Startcodes. Wir müssen quasi nur noch den Energiegenerator... Ich mach mal einen dezenten Umweg. Okay, da hat irgendjemand was gefunden, was er nicht finden wollte. Ehrlich gesagt, können wir dann auch mal auf lebensmüde spielen, damit wir an die neuen Dinger rankommen. Zum Henker nochmal, wo geht es hier weiter? Mein Problem ist, ich komme zu spät. Also, was heißt zu spät? Ich komme zu schlecht vorwärts. Komm mal hier durch? Nein. Sag mal, wo sind die langgelaufen? Ja, die sind da schon durchgekommen, aber ich nicht. Ich komme zu spät zur Party. Noch 30 Minuten für die Mission. Ja. Aber wie kommen wir da durch? Große Grütze. Ich glaube eigentlich komplett falsch, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Sie haben mich allein gelassen. Hier geht's rum um die Ecke. Gott sei Dank. So. Also es wird echt Zeit, dass die neuen Fahrzeuge, von denen es ja schon Videos gibt, ins Spiel kommen. Hier so Jeeps und Panzer und so. Was ist das da? Wollen wir uns das mal an... Oh, da liegt was Feines für das Flaggy. Da liegt... Bugs, nordwestlich. Ja, ja. Ja, bitte Geschütz! Wir benötigen ein Geschütz! Automatik! Ich hab's gleich. Ja, bitte Geschütz! Wo ist das andere Ding hin?
das andere Geschütz ist irgendwie weg. Naja. Sind die alle tot? Ich hab's ja alle tot gemacht. Sehr gut. So. Terminitschwarm ist zerstört. Hab was gefunden! So, was haben wir hier Feines? Über-Credits, das ist immer wichtig. Granaten wären mir noch lieber. Eine Probe ist auch nicht schlecht. Ah ja, da hinten wird gekämpft. Das ist okay. Wartet, Moment. Ich nähere mich langsam meinem Team. Ich sag mal Tschüssi. Juhu! Da waren nur vier Viecher drin. Ist ja erbärmlich. So. Haben wir hier irgendwas gefunden? Ich komme, ich bin gleich bei euch. Ich bin ja ein Mann-Armee. Kannst überhaupt nichts zu sagen. Mal da. Lass den dicken Hintern unten. Der schießt mit dem Hintern. Magazin leer. Ja, ja. Schicke einen Order rein. Auf Wiedersehen. Da ist noch so ein Vieh. Kriegt ihr die alle nicht tot? Soll ich euch irgendwie helfen? Naja, hat er geschafft. Hör auf, ständig nachzuladen. Du verballerst Munition, mein Freund. So, da sind Backlöcher. Können wir denen mal helfen? Haben wir eigentlich die... Ne, wir haben sie noch nicht. Aber wir machen erstmal hier diese Backlöcher kaputt. Vorsicht, pass auf, dass du den Leuten nicht in ihre Sprengfallen rennst. Ist das doch ein Backloch, oder? Ja, das kann mir doch keiner erzählen, dass das kein Backloch ist. Backschwarm entdeckt! Vorbereiten auf Vernichtung! Ach, ich habe ja gar keine Granaten. Shit! Witzig! Super. Haben wir noch? Ja. Ja, bitte Luftunterstützung. Ja, aber... Vorsicht, die... Hab ich getroffen? Nee, hab ich nicht. Danke. Mann, mach mal da oben kaputt. Ich hab keine Granaten mehr. Mach kaputt. Los. Genau. Nee, du musst treffen. Jawohl. Du musst treffen, habe ich gesagt. Na bitte. So. Gehen wir jetzt weiter da unten hin. Ih, was ist das? Echt, das soll extrem sein? Also dagegen sind die Roboter ja drei Zacken schärfer. Lass doch mal die armen Tierchen in Ruhe. Also das heißt aber auch, wenn man seltene, also diese sehr seltenen Proben sammeln möchte, dann sind wahrscheinlich die Terminiden besser für geeignet, ne? Weil die nämlich... Was war denn das für ein Schuss gerade? Nur mal so aus Interesse. So, hier müssen wir einen Generator anschmeißen. So, wir stellen wieder alles auf, was geht hier. Mörser Geschütz. Wir benötigen ein Geschütz. EMSG-Schütz. Nee. EMSG-Schütz. Bitte Geschütz. Und, Ah! Stirb. Oh Gott, oh Gott. Okay, gehe mal. Herrschaftszeiten. Was für den Wohlstand? Sehr gut. Wo sind meine Mörser? Irgendjemand hat meine Mörser. Der Mutti kommt. Ich wusste gar nicht, dass sie schon. Warum können die denn. Ah! Ja, ganz andere Probleme gerade. Ganz andere Probleme. Nein! Ah, zwei! Automatisches Geschütz. Wir benötigen ein Geschütz. Lauf, lauf, leck.
Eliminiert von Säure-Titan. Naja, ich habe aber das Dings noch gesetzt. Komm, schieß! Naja, er hat ein ähnliches Problem. Genau dem Titan auf den Kopf. Naja, vielleicht kann ich so gut gehen. Die Demokratie ist gelandet! Ich sehe nicht. Also mein Geschütz feuert noch. Wo ist das Vieh? Und was schießt denn das dumme Ding? Nicht auf mich, verdammter Mist. Hau, hau. 18 Schuss, warte mal. 14, 15, sag mal. Was schießt denn das Ding da alles kaputt? Geiles Geschütz. War es überhaupt mein Geschütz? Ich glaube ja. Puh. So, das war lustig. Hatte viel Schönes. Ah, die Geschütze sind cool. Einfach mal zwei Säure-Titanen um die Ecke gekommen. Dafür habe ich natürlich die komplett falsche Bewaffnung. Munition. Wobei, jetzt bin ich gestorben, jetzt habe ich genug Munition. Kann ja trotzdem mitnehmen. So, wir gehen zurück zur... Markiere Karte, östlich, 300 Meter. Kennzeichne Position. Ja, okay, weiter. Markiere Position, östlich. So, ich hinke meinem Team so ein bisschen hinterher. Ah, die zwei Säure-Titanen waren jetzt gar nicht mal so schlecht, also so schwer, muss man sagen. Erbitte Luftunterstützung. Ah ja, mach mal. Ups, Schepper. Da ist Backartillerie. So, pass auf. Zing, zang, zock, zing. Nein, nein, nicht auf mich. So, da und? Ich würde sagen, ich habe ein paar getroffen. Sag mal, was willst du eigentlich von mir, du blöde Kiste? Naja, Kappa hat getroffen. Ist gut jetzt. Nein doch. Seit wann haben die diese Artillerie? So. Wir gehen mal hier oben rauf und setzen hier Mörser Geschütz. Und EMS Geschütz. Ich hoffe, die machen sich jetzt nicht gegenseitig kaputt. Doch, machen sie. Geil! Fleck, du bist so ein Hecht. So, da hinten schießen sie hin. Automatisches Geschütz in 4. Okay. Schau, das dürfte. Merke also nicht zu weit auseinander. So, mach dein schlimmstes Kanonengeschütz. Sehr gut. Ich glaube, das wird ganz gut hier. Sauber. Die Rakete kommt raus. Guck mal da. Was schießt denn du da? Herrschaftszeit, du dusseliges Geschütz. Ah, sehr geil. Guck mal, der Mörser hat's gestunt. Und die anderen haben es gekillt. Sauber. So, haben wir noch was? Nö, alles andere ist erstmal egal. Der Mörser steht noch, die Kanone steht. Nee, der Mörser ist weg, die Kanone steht noch. Also wie gesagt, auf Extrem ist es eigentlich hier im Verhältnis zu den anderen Viechern gut. Zwei Säure-Titanen sind hier gekommen. Die armen Viecher, da waren 5 dabei, habt ihr gesehen? Oh, da kommen noch mehr.
Sehr schön. Achso, wir zählen schon runter. Deckung. Start steht bevor und... Wuhu! Und jetzt, Achtung! Na? Und? Jaha! Süße Freiheit. So, gehen wir jetzt oder wie? Oder was? Wo ist meine Abholung? Da, ja. Positioniere Pin westlich, weit weg. Okay. Die anderen sind schon unterwegs. Sehr gut. Also man kann auch offensiv mit den Geschützen spielen. Das geht auch. Wartet auf mich. Der Flag will mit. So, wir haben schon 13 Proben. Gar nicht mal schlecht. Aha. Entdeckung! Kommst du mir gleich entgegen. Magazin leer. Böses Tier. Ah, das ist noch eins. Magazin leer. Okay, komm, wir gehen. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Da sind noch mehr. Ich lauf mal drum rum. Weil sonst geht mir die... Was macht es da? Bietet es wen an? Lade neu. Ach, lass es doch. Ich glaube, es hängt fest. Keine Ahnung, was es da macht. Du wartet doch mal auf mich. Ich habe einen schweren Anzug an. Mit dem kann ich nicht so viel sprinten. Okay, ich sehe den Außenposten. Ach du Scheiße. Ja! Nein! Okay. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Mutti Teresa. Au. Okay. Ich habe die Freiheit verteidigt. Irgendwie. Wo haben die mich denn hingespawnt? Shuttle trifft einen in 1.17. Wo ist... Ach, du willst es nicht. Ja, ja. Okay, der ist down. Da ist noch einer. Wo ist denn das Shuttle-Landedings da? Super macht ihr das. Au! Was machst du denn da? Geh mir aus der Latichte. Ja. Soll ich auch noch mal? Ja, ich war viel zu. Yes! Ah, Junge, getroffen, bin mir nicht sicher. Okay, komm mal hier irgendwo rauf. Ja, mach das. Haben wir noch was? Nein, das war's. Wir können aber auch gehen, glaube ich. Blauzi, komm runter. So, wollen wir gehen? Machen wir es kurz und knapp, ja? Hinein. Naja, bis auf dass ich zweimal verreckt bin, war das eigentlich ganz entspannt, oder? Trotz der Säure-Titan. Man muss allerdings sagen, dass die anderen ziemlich geile Waffen hatten. Vor allem diese
Brandschrotflinte hat mir gefallen. Guck mal, haben wir alles überlebt. Alles schön, alles cool. Extrem. 100%. Aber wie gesagt, die Roboter waren auch extrem. Extremer. So, steige ich auf. Tatsache. Schwupps. Levelaufstieg. 21. Kriege ich dafür was Tolles? Ich glaube nicht. So, also da bin ich ja fast drauf versessen, dass wir es mal auf lebensmüde probieren. Oder? Gucken wir mal an, was ich so gerissen habe. Warum ist denn er so backverseucht? Guckt euch das mal an, wie grün der ist. So, warte mal. Wie habe ich mich denn... 148 Abschüsse. Ach, komm, so schlimm war das nicht. So. Terminidenkontrolle. Haben sie mich jetzt rausgeschmissen oder ist er gegangen? Lass gucken. Du wurdest aus dem Spiel geworfen, weil ich zu wenig Schaden gemacht habe. So. Lass mal kurz gucken. 26. Ja, da kann man, glaube ich, nichts machen. So kann man es natürlich auch machen. Warte mal, haben wir da irgendwas gemacht? Nee. Dann gehen wir jetzt mal auf Extrem zu den Viechern zurück. Jetzt, wie heißen sie? Zu den 950. Zu den Robbys, weil da ist ja unser eigentliches Ziel. Der Feind will einen unserer Planeten einnehmen. So, und zwar. Wir müssen ihnen helfen. Verteidigen, sollen wir da. Jetzt machen wir die eigentliche Mission hier, ne? Damit wir auch die schönen Punkte kriegen. Jetzt ist die Frage, was verteidigen wir denn mal? Wie wir das verteidigen, sehe ich gerade. Sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, denn euer Mr. Fleck. Tschüssi.